Für das Tea-Dyeing brauchen wir natürlich Tee und ich habe jetzt hier 10 Schwarzteebeutel drin. Da könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne losen Tee nehmen, was dann auch einfach umweltfreundlicher ist. Ich habe aber einfach noch Teereste übrig aus den letzten Jahren, Sachen, die mir nicht schmecken oder die ich nicht aufbrauchen konnte bisher. Und da habe ich eben locker auch noch einiges an Schwarztee, was ich dafür jetzt verwende. So, meine Teebeutel gieße ich dann mit heißem Wasser auf und das lasse ich jetzt für locker eine halbe Stunde ziehen. Later. Wenn euer Tee fertig gezogen hat, dann nehmt ihr euch eine Wanne, wo euer Papier reinpasst. Also bei mir eine Wanne, wo A4 Blätter hineinpassen. Das ist ja einfach so ein Gewächshaus, was ich im Sommer nehme, so ein Mini-Gewächshaus. Und da gebe ich jetzt meinen Tee hinein. Wenn ihr losen Tee habt oder auch mit den Teebeuteln, könntet ihr theoretisch auch die Teebeutel oder den losen Tee noch mit hineingeben, damit es noch ein bisschen nachzieht. Und ich lasse ihn auch nicht abkühlen, sondern ich gebe da jetzt einfach einzeln meine Blätter hinein und drücke die dann jedes nach unten. Das sind jetzt 120 Gramm Papier, einfach Druckerpapier, 120 Gramm Druckerpapier. Und man kann es auch einfach als ganzen Stapel hineingeben, aber ich möchte schon, dass hier zwischen auch ein bisschen Tee kommt. Und wenn ich das als ganzen Stapel hineingebe, dann bleiben eben hier, dann würde es nachher so aussehen, dass einige Stellen ohne Tee bleiben. Das funktioniert aber natürlich auch. Das haben wir zum Beispiel auch, wenn wir nachher dann im nächsten Teil diesen Eco-Print dazu machen, weil wir dann die Papiere zusammengepresst in den Tee hineingeben. Und das Ganze schichte ich jetzt so lange, bis kein Papier mehr drauf passt, dass es halt schön benetzt wird mit Tee. Die unteren Papiere fangen dann auch mit der Zeit an, sich vollzusaugen. Ich habe jetzt hier auch gar nicht mitgezählt. Und wie gesagt, ich tunke die immer wieder runter und wenn ich merke, ah, okay, jetzt geht es kaum noch, dann ist es genug. Wenn ihr euch übrigens mal auf YouTube oder so umschaut mit Tea-Dyeing, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann, Mischungsverhältnisse. Manche geben noch Natron dazu zum Neutralisieren, das mache ich, oder zum Neutralisieren der Säure, das mache ich zum Beispiel, wenn ich Kaffee mit hineingebe. Manche lassen es vorher abkühlen, den Tee, manche kochen das mit. Das ist ganz unterschiedlich, manche ziehen auch die einzelnen Blätter einfach kurz durch und trocknen sie dann. Und ich mache es eben so, wie ihr es jetzt seht. Manchmal gieße ich das auch direkt, die Blätter mit dem Tee auf und lasse es dann eigentlich eine ganze Zeit lang einwirken oder einziehen. Ich werde nämlich jetzt gleich auch erstmal einen Termin noch haben. Also da bin ich dann 2 Stunden weg oder 2,5. Insofern wird das Ganze hier locker 2 bis 3 Stunden lang im Wasser liegen. Macht diesem Papier aber nicht so viel aus. Das funktioniert eigentlich ganz gut, weil ich es ja auch dann nicht großartig noch knete oder massiere. Wenn ihr allerdings Papier habt, was sich vielleicht leichter auflöst, dann solltet ihr es wirklich nur kurz einweichen oder durchziehen. Probiert am besten einfach mal mit den Papieren aus, die ihr da habt und die ihr verwenden wollt. So, mir soll das jetzt so reichen. Ich habe da jetzt einen ordentlichen Stapel Papier drin und es ist aber auch noch ein bisschen beweglich. Das heißt, es schwimmt noch oft drin und ist nicht zugeknetscht. Das ist ganz gut. Ich werde das auch jetzt, bevor ich dann gleich losgehe, nochmal ab und zu ein bisschen bewegen, damit auch noch Tee zwischen die Blätter kommt. Es werden sich welche aneinander saugen. Da wird man dann auch wieder weiße Stellen haben. Aber nachher ist es alles wunderbar, so wie es wird. Und wir wollen ja keinen haargenauen Effekt haben, der überall gleich aussieht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder so in 2-3 Stunden, wenn ich die Blätter rausnehme und trockne. 3 hours later. So, 3 Stunden später, Zeit für den nächsten Schritt und mein oberes Deckblatt sieht schon mega gut aus. Meistens sieht auch das oberste und unterste am besten aus, meiner Erfahrung nach. Und zwar seht ihr nämlich hier diese tollen Tea-Stains, so diese Ränder, die sich da gebildet haben und diese Muster. Das ist halt meistens so bei den obersten und untersten Blättern, das sieht dann richtig gut aus, das liebe ich total. Und ich gebe diese Blätter, also ich lasse die erstmal so ein bisschen abtropfen hier und gebe die dann auf ein Backblech. Den Backofen habe ich jetzt vorgeheizt auf 90 Grad Umluft, könnte auch 80 oder 100 Grad nehmen und dann kommen die einfach nur wenige Minuten in den Ofen, bis sie trocken sind und ich lege da meistens jetzt so 2 Stück nebeneinander. So, einmal, ich zeige euch das gleich noch, wie es auf dem Backblech liegt.
Man sieht auch hier am zweiten Blatt schon, dass es natürlich da oben drauf nicht so schön dieser Teespiegel war und deswegen haben wir nicht das gleiche Verlaufsmuster, aber das wird trotzdem gut aussehen, wenn es getrocknet ist. Das auch ein Momentchen abtropfen. Je mehr es abtropft, desto schneller geht es natürlich auch im Ofen. Ihr könnt es alternativ auch in der Luft trocknen, in der Sonne trocknen, aber so viel Platz habe ich dann einfach nicht. Und hier seht ihr mal, ich habe die beiden nebeneinander gelegt. Ich achte auch darauf, dass die nicht hier in der Wölbung liegen, damit die wirklich glatt trocknen oder weitestgehend glatt. Und hier wird es auch nochmal einen Effekt geben, wo die jetzt übereinander liegen. Und dann gucken wir uns das an in ein paar Minuten, wenn sie aus dem Ofen kommen. Und so sieht das Papier dann aus, wenn es aus dem Ofen kommt, getrocknet. Ihr könnt es auch noch leicht feucht aus dem Ofen holen und dann zwischen Zeitungen pressen, damit es gar nicht gewellt ist. Ich finde aber, es passt eigentlich immer ganz gut dazu. Und warum ich das immer nur mit zwei Blättern mache, ihr könnt natürlich auch mehrere Schichten übereinander legen, aber dann brauchen diese Bereiche, wo die Papiere übereinander liegen, wirklich sehr, sehr lange, um zu trocknen. Und ich finde, es geht viel, viel schneller, wenn ich die einfach immer nur ein paar Minuten kurz in den Ofen schiebe und dann ist man viel schneller durch. Und noch ein Tipp, was zum Beispiel bei mir ganz gut funktioniert, wenn ich in den Ofen, also in die Ofentür noch einen Kochlöffel stecke, damit er so ein ganz klein bisschen offen steht, weil dann kann die Flüssigkeit viel besser verdampfen. Und noch eine Option, wenn ihr wisst, dass ihr das Papier eh gefaltet verwendet, so wie ich es meistens tue, dann könnt ihr es auch schon falten, bevor ihr es in den Backofen gebt. Also ihr könnt es natürlich auch schon gefaltet ins Wasser geben, dann ist aber meistens die Innenseite eben noch weiß, weil dann kein Tee dahin kommt. Und ich habe es jetzt einfach im nassen Zustand gefaltet und dann passt es auch nebeneinander aufs Backpapier, ohne sich zu überlagern, wenn ihr zum Beispiel diese Papierabdrücke nicht wollt. Bei noch feuchten Blättern könnt ihr auch super noch mit anderen Farben arbeiten, hier zum Beispiel mit Aquarellfarbe. Das ist jetzt bevor es in den Backofen kommt und ich habe hier einfach von Ecoline solche Aquarellfarben, Aquarellpigmente, die kann man halt mit der Pipette dann auftragen. Ihr könnt euch aber auch ganz normale Aquarellfarbe mischen und dann drauf tropfen. Und das Schöne ist eben, das verhält sich dann eben wie Aquarellfarbe, das heißt, da wo es feucht ist, verläuft es dann auch noch ein bisschen. Und was halt auch ganz schön ist, wenn man, ich habe die jetzt so versetzt übereinander gelegt, diese gefalteten Papiere. Und wenn man das dann hier auf den Rand tropft, dann verläuft es auch an dem Rand entlang. Und da hat man eben noch einen coolen zusätzlichen Effekt, weil sich eben dann dieser Rand dann noch ein bisschen abzeichnet. The next day. Ja, dann zeige ich euch mal noch das fertige getrocknete Papier. Und zwar sind das meine Bögen, die fertig geworden sind. Einmal hier unten, die ich in A4 getrocknet habe. Also ich mag halt, wie gesagt, diese Abdrücke auch super gern, die beim Trocknen dann im Backofen entstehen, wenn die Papiere sich überlagern. Also je mehr irgendwie Abdrücke und Muster, desto gelungener finde ich das Ganze eigentlich. Hier zum Beispiel auch so einen sehr, sehr schönen Teefleck und sowas. Also das mag ich gerne. Hier nochmal so ein Papierabdruck. Das gefällt mir wirklich gut. Und es ist halt auch immer schön, wenn man sie dann so mal ein bisschen versetzt oder auch mal schräger hinlegt, sodass man einfach unterschiedliche Markierungen hat. Und ja, das Deckblatt, was oben drauf lag, ist halt einfach noch am geilsten geworden, finde ich. Das gefällt mir richtig gut. So, das sind meine A4-Blätter. Und dann haben wir hier noch die gefalteten A4-Blätter. Ich blätter die jetzt mal nicht alle auf, sondern gehe die mal ein bisschen schneller durch. Es gibt welche, die sind ein bisschen dunkler geworden, es gibt welche, die sind heller, es gibt welche, die sind ein bisschen gleichmäßiger, andere fleckiger. Aber genau das ist es eben, dass kein Blatt nachher so aussieht wie das andere. So, hier haben wir auch wieder coole Abdrücke. Und hier dann auch ein bisschen mit Farbe drinne. Hier dann auch, wo ich dann quasi auch die Ränder gefärbt habe. Oder sowas gefällt mir auch richtig gut, wenn dann hier so eine Aussparung quasi entsteht dadurch. Ja, ich zeige euch jetzt nochmal einen zweiten
Papierbatik-Durchlauf. Und zwar habe ich jetzt hier mehr Tee genommen und dazu noch Kaffee. Und ich wollte euch einfach mal den Unterschied zeigen, wie sich das dann auswirkt und was das für einen Effekt gibt. Ich finde beide Methoden sehr, sehr schön, aber ich finde sie eben unterschiedlich geeignet für unterschiedliche Projekte. Genau, und zwar hier habe ich jetzt auf knapp 2 Liter Wasser 12 Teebeutel schwarzen Tee gehabt und 4 Teelöffel Kaffee. Und habe das Ganze so, ich weiß nicht, 10 Minuten oder sowas einwirken lassen, 20 Minuten, so die längsten Sachen, weil ja dadurch, dass ich dann immer einzeln dann oder immer ein paar einzelne Blätter im Ofen hatte, hatten ja andere noch Zeit nachzuziehen. Und ja, es ist doch dann einiges geworden. Ich zeige euch jetzt einfach mal hier so ein bisschen, so ein paar Ausschnitte. Ich habe hier zum Beispiel weiße Karteikarten mitgebatikt. Die Sachen, die ein bisschen gebogener sind, die waren zu lange im Ofen. Da habe ich habe währenddessen gezeichnet und dann waren ein paar Sachen einfach zu lange drin. Ja, und habe hier auch noch so von einem Abkreiskalender hatte ich hier solche Zitate und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich auch ganz cool, wenn man die noch ein bisschen mit Batik, dass sie so ein bisschen eine andere, nicht einfach nur weiß sind, das gefällt mir ganz gut. Genau, da habe ich hier so ein paar Sachen. Ich habe das auch noch nicht geordnet, wie man sieht. Ich habe es einfach nach und nach draußen auf den Balkon geworfen, auf den Tisch, damit es dann final trocknet. Und auch hier habe ich immer darauf geachtet, dass dann doch immer mal wieder Sachen auf dem Backpapier auch sich überschneiden, damit wir halt noch ein paar interessantere Effekte haben. So, hier zum Beispiel auch. So, das sind die. Und beim Papier sieht man hier jetzt schon eigentlich sehr, sehr gut den Unterschied. Einmal ist hier überall noch ein bisschen Kaffee drauf, der abfällt, wenn er trocken ist. Aber was man einmal sieht, natürlich, die Färbung ist intensiver. Wir hatten eine intensive Färbung auf dem ersten Blatt beim Tee, aber jetzt haben wir hier einfach deutlich intensivere Färbung, komplett durchgehend. Und was wir auch haben durch den Kaffee, ist hier einfach so eine, ein bisschen was kann man davon noch wegbürsten, weil das Kaffeereste sind. Aber hier zum Beispiel sieht man ganz gut, dass man ja dieses Körnige einfach vom Kaffee hat oder generell, ist die Struktur von diesem Papier einfach viel, viel körniger oder von der Färbung. Und was es beim Kaffee auch ist, dadurch, dass der viel schneller Flecken hinterlässt, ist, wenn man dann hier einzelne Spritzer einfach mal hat oder einfach einzelne Flecken oder auch einfach mal ein bisschen noch Kaffee drauf wirft, also ein bisschen Flüssigkeit, dass sich das dann auch stärker sammelt. Also bei Tee brauche ich dann doch ein bisschen mehr Einwirkzeit und den kann ich dann nochmal wegwischen. Aber beim Kaffee, das, was quasi das Papier berührt, das wird auch irgendwie sichtbar. Die Rückseiten, die auf dem Backpapier lagen oder auch in der Wanne, sind immer wieder ein bisschen heller, aber trotzdem auch oft ein bisschen dunkler, als es beim Papier oder beim Tee so war. Oder sehen oft so aus wie das Teepapier vorne drauf und ja, wirkt halt nur heller, weil der Kaffee so dunkel ist. Und wir haben auch hier ein bisschen mehr einen Gelbstich als irgendwie in das Bräunliche gehend. Ja, ich finde, wie gesagt, ich mag beide Sachen sehr gerne. Hier finde ich es halt toll, dass das einfach so markant ist. Aber ich finde, dass dieses Teepapier zum Beispiel sich eignet, wenn es dann eher ein bisschen subtiler sein soll, wenn es vielleicht eleganter sein soll. Und dass sie halt einfach viel mehr diesen Grunge-Style, so Vintage und alt und ja, also ja. Aber ich persönlich mag es trotzdem sehr gerne. Und ich werde jetzt nochmal den Schnelldurchlauf anschalten und euch hier noch so den Rest zeigen. Und ja, dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß damit, das selber mal auszuprobieren. Und vielleicht habt ihr ja eigene Tipps, was ihr so noch mit rein macht. Vielleicht benutzt ihr auch andere Teesorten, Früchtetee, grünen Tee, um den Blättern noch eine andere Farbe zu geben. Da werde ich auch noch ein bisschen mit experimentieren. Ja, und das war's dann erstmal und bis zum nächsten Mal.